Nickel auch und Gold auch. Okay. Das heißt, wir haben tatsächlich Rezepte, würde ich jetzt vermuten, eingespart. So, Poly, Ethylen, Palp. Was auch immer, wo auch immer ich das für brauche. Brauche ich das überhaupt? Vor allem. Warte mal, ich will Polyethylenpulp. So, zu Carbon ist schwachsinnig. Wieder hochcraften ist schwachsinnig. Hey. Wofür brauche ich das? Einfach mal sagen, ich brauche das gar nicht. Okay, so und jetzt Nether, Quarz, Dust. Kann ich tatsächlich über den kompletten Prozess machen? Okay, mache ich. Das heißt, da einmal reinschmeißen. Bis auf 1 einfach. So. Bei uns geht wieder alles und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Abend und wir schreiben dann per Discord, wenn du Zeit hast. Alles klar, vielen Dank, dass du da warst. Dir noch einen schönen Abend und viel Spaß euch. So. Nein, das ist das Falsche. So. Da, das wollte ich klein hacken, sind 4. Okay, 4 einbehalten fürs nächste Rezept. Rest reinschmeißen. Dann. Und rausbekommen tun wir auch noch Netherrack Dust. Oh! Das können. Ja, braucht man eigentlich nicht. Weg damit. So, das wird zu dem. Das wird zu dem. Und das wird. Na. Zu dem. So, wie gesagt, alles für die Nebenprodukte. Da. Pure und. Crushed ist der. Gut, dann haben wir das jetzt tatsächlich auch alles mal endlich behoben. Eventuell bessere Produktion. Warum kriegst du keinen Sulfur mehr ran? Sulfur Dust. Sollte doch ganz normal gehen. Warum forderst du das nicht mehr an? Na jetzt. Komisch. Ja, muss ich im Auge behalten. Und ansonsten haben wir hier tatsächlich nirgends mehr To-Do-Schilder. Außer das Ding hier. Da bin ich aber noch am Überlegen, ob ich jetzt tatsächlich alle auf EV hochschraube oder nicht. Musste ich mich kurz niesen. Was? Musste ich kurz niesen, so rum. Ja, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier tatsächlich alles einfach hochschraube, weil das ist HV. Das heißt, ich könnte theoretisch auf EV hochschrauben und dann bei Tungsten-Steel hier sozusagen
noch zusätzlich mit abfragen, dass wir einen gewissen Stand haben. Und wir hätten 3 Plätze wieder weniger. Deswegen, aber okay, so. Stimmt, wir wollten Ethanol noch machen, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt heute gar nicht mehr. Hehehe. Weil ich da jetzt, glaube ich, auch doch die einfache Distillery einfach nutzen möchte. Wobei, das sind alles Sachen. Vielleicht kann man sie. Ja, okay, das kann man nicht gebrauchen, so wirklich. Ja, gut. Nee, dann werde ich das heute nicht mehr anfangen. Aber eine andere Sache, die ich noch eben machen werde, ist einmal kurz das abholen. Und gucken, was hier der Fehler ist. Ich muss ein Borosilikatfiberbarren machen. Borosilikat. Glasfiber. Was brauche ich dafür? Glasdust. Mach mal bitte 100 Stück. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Sollte. Hallo? Warum? Ich glaube, es haben sich tatsächlich einige Rezepte aufgehängt. Habe ich das böse Gefühl. Aber wenn ich jetzt hier gucke, das Bauxit. Eigentlich sollte da tatsächlich Gallium Dust rauskommen. Aus Bauxit. Aber komischerweise hat er hier Tiny Pile noch drin. Okay. So. Einmal alles gelöscht, dann ist jetzt definitiv das Richtige drinne. Oh. Bitte einmal Glas, Dust, wo auch immer das jetzt alles hingeht gerade. Okay, sonst Glas, Dust irgendwie, nein. So, ah, gibt doch. Wie war's? So, okay. Das heißt, das einmal im Ofen reinschmeißen. Ich will einfach nur eine Quest zumindest heute abschließen. Darum geht's mir. So. Und das muss zu Feinglasfiber werden. Und zwar im Extruder. Hab ich da überhaupt irgendwie sowas in der Art? Extruder mit Shape Wire. Habe ich das Shape überhaupt? Nö. Oh no. Das Bescheuerte ist, die Quest danach habe ich. Ich habe halt nur das blöde Ding nicht. Ja gut, dann wird die Quest heute doch nicht mehr erfüllt. So. Iridium Alloy Ingot. Was brauche ich dafür? Hm. So. Und das Reinforced ist einfach TNT im Explosion Kompressor. So. Schon fertig direkt? Hm. Na? Ha, so. Habe ich wenigstens eine Quest noch erfüllt. So, ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Rocket Fuel noch. Chloroform, Hydrochloroform, irgendwas. Keine Ahnung. EV muss ich auch noch einiges machen. Könnte ich ja nicht vielleicht mal nächstes Mal beigehen. Dass ich tatsächlich, Ding habe, wie heißt's? Mal einen Stream nur Quests mache. So.
So, hat er neuen Sulfo angefordert. Ja, hat er. Okay. Ich habe immer noch das Gefühl, dass etliche Dinger sich hier gerade aufgehangen haben. Also allein das Borax-Dust, dass das gecraftet wird angeblich. Also das habe ich ja übers Tiny Pile und dann die Zentrifuge sozusagen. Das heißt, das Rock Salt müsste da eigentlich noch rein. Oh, warte. Vielleicht habe ich hier drüben das nicht richtig gemacht. Das überhaupt irgendwo eingestellt schon? Ja, habe ich. Aber aus irgendwelchen Gründen ist durch Garnet und hast du nicht gesehen, das alles ein bisschen überlastet hier. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ich das einpendeln wird. So, eine Sache, die ich jetzt aber noch mal eben abbrechen möchte, ist das hier. Und einmal im Mixer reingucken. Weil der war... Genau, hier war irgendwas Angefangenes drin. Ja. Dann hier drüben kann ich noch einmal durchgucken. Dadurch jetzt irgendwas kaputt gegangen ist. Sieht aber tatsächlich nicht danach aus. Heißt, ich würde jetzt einfach nochmal... So, ich brauche 16, brauche ich, und ich würde mir dann gerne noch 20... Ja, sagen wir mal 30 Stück hinlegen. Woran hapert's? Keine Crafting-CPU? Was wird denn gerade alles gecraftet? Oh nein. Ja, gut. Oder ist das einfach zu viel? Oh, ist einfach zu viel. Okay. Dann mache ich 20 und 22. Okay. 20 und 12. Das geht noch. So, von denen auch noch einmal wieder aufstocken, da ich da wahrscheinlich demnächst auch einiges brauchen werde. Piles haben wir noch mehr als genug. Man könnte hier noch mal kurz reingucken. Davon könnten noch mal wieder ein paar gecraftet werden. Davon auch einfach. Oh, da haben wir noch alles genug. EV. Ja, haben wir, glaube ich, auch noch alles genug. Ja. Okay, Prozessoren werden ja selbstständig nachbestellt. Redstone können wir noch mal kurz reingucken. Übrigens hier, dass die Slimebolts sind komplett vollgelaufen mittlerweile. Falls das jemanden interessiert hat. Und... Ja, hier ist tatsächlich jetzt... Ja. Redstone wird nicht richtig produziert. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht warum. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist einfach, weil das im Allgemeinen jetzt zu viel ist auf Mal. So, ja, die werden definitiv weniger. Ach, tausche ich jetzt heute nicht mehr auf. Habe ich auf To-Do-Liste. Muss reichen. Wo wollte ich jetzt hingucken? Genau hier, warum das Redstone nicht wirklich durchläuft. Ja, weil hier einfach zu viel angefragt wird gerade. Das ist das Problem. 4 Upgrade und Macerator auf HV. So.
Einfach um das ein bisschen zu entlasten. Und jeder bekommt 3 Stück. Und hinten natürlich auch. Da auch 3. Ja. Zack. So. Ich glaube, ich hole mir von drüben mal das Sugar Cane. Bis dahin kann sich das auch kurz nochmal wieder einpendeln. Aber das Problem ist, jetzt brauchen wir halt für die Ingots, brauchen wir jetzt auch logischerweise viel mehr die die Mace Rater Anlage. Weil vorher haben wir halt beispielsweise Gold oder Kupfer einfach eingeschmolzen und ja. Jetzt ist das nicht ganz so. So. Hat er hier ein Limit reingesetzt? Machen wir mal 15.000. So, dann kann ich jetzt nämlich mal wieder. Sagen wir mal 300. Okay, oder auch nicht. 300 Upgrades? Ja. Problem ist halt, die ganzen gestarteten Aufträge sozusagen warten jetzt halt auf die Nebenprodukte. Beispielsweise, was ich eben hatte, das Borax. Hier, das hat sozusagen das Rock Salt produziert, aber wartet jetzt noch darauf, dass das Borax fertig gemacht wird und dass der nächste Auftrag kann anscheinend schon wieder gestartet werden. Was ich komisch finde, um ehrlich zu sein, aber ja. So, weil das Problem ist halt tendenziell, dass, okay, warum? Mode Import. Achso, okay, er nimmt an, er braucht nur ewig. Genau, hier ist beispielsweise Ashes, Glowstone. Ja, durch das Glowstone wird jetzt halt noch einiges benötigt an Zeit. Und hier ist halt das Red Garnet beispielsweise. Beziehungsweise anscheinend das Flint auch. Und dann kommt Borax erst. Das heißt, Red Garnet muss ich mal eben manuell machen am besten. Wobei, einmal kurz hier gucken. Oh, immer noch nicht. Für was fordern die so viel Ruby an? Wofür wird Ruby verbraucht? Ruby. Gar nicht. Oder ist das gar nicht das Problem? Mann, da kann man auch nicht richtig drin suchen. Ach, für das Chrom. Deswegen fordern die so viel an. Okay, das kann mit Pech nach hinten losgehen. Ich bin gerade am Überlegen, die einmal nochmal komplett leer zu machen und alles abzubrechen, aber ich glaube, ich lasse es einfach laufen. Auf gut Glück. Ja. Und hoffe einfach mal, dass da jetzt nicht zu viel Probleme gibt. So. Ah, da wird auch Ruby für gebraucht. Ach, für das Energium wird auch Ruby gebraucht. Das ist nämlich jetzt das Ding hier, glaube ich. Genau, hier. Da wird jetzt Redstone gebraucht, unter anderem. Aber auch jede Menge Ruby wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal finde. Ja, hier. 3.500 Ruby. Ja, vielleicht habe ich doch die Anlage überlastet und nicht das System selbst. Okay, ja, aber wir können jetzt tatsächlich nicht mehr so viel machen, außer ich fange jetzt irgendwas an, was ich nicht möchte. Dementsprechend würde ich sagen, ja, nächstes Mal, ich weiß nicht, also nächste Woche habe ich mir nicht vorgenommen, wieder zu streamen. Spätestens, das heißt, oder andersrum, erstmal bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentar und Bewertung, etc. und so weiter und so fort. Guckt euch Cracklich New Horizons an, das neue Projekt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, ciao, ciao.